Hallo, herzlich willkommen bei Crash Academy zu einem Vlog vor der Gamescom. Wir sind gerade dabei, alles vorzubereiten, damit wir dann am Mittwoch auf den Fachbesuchertag kommen und Donnerstag und Freitag auf jeden Fall weitere Vlogs drehen, Spiele testen können vor Ort, Leute treffen können. Das werden wir Donnerstag und Freitag machen und vielleicht sehen wir uns ja auch auf der Gamescom, wenn ihr uns über den Weg lauft. Wir werden auf jeden Fall natürlich stark unterwegs sein am Robert Space Industries Stand, um Star Citizen zu testen. Wir hoffen, dass da natürlich vielleicht auch ein Interview mit Chris Roberts drin ist. Das ist so unser großer Wunsch. Und da gibt es auch eine Aufgabe an euch. Bitte schreibt doch in die Kommentare rein, was für Fragen wir ihn von der Community stellen sollen. Wäre wichtig, weil sonst halt können wir wieder nur so fragen, na, wie war denn dein Kaffee? Hast du gut geschlafen? Wie findest du Köln? Magst du deutsches Bier? Genau, halt so, warst du halt schon auf dem Klo. Das sind halt alles jetzt nicht so Themen, die so wahnsinnig brennend sind. Also dementsprechend schreibt uns mal in die Kommentare halt so, was euch denn so interessieren würde. Und natürlich könnt ihr auch schreiben, welche Stände, welche Spiele wir uns anschauen sollen. Aber Vorsicht, natürlich werden wir nur eine Auswahl der Sachen reinnehmen können. Ist eine Zeitfrage, es ist sehr, sehr stressig da. Wir müssen da mit relativ schwerer Ausrüstung rumlaufen, deswegen nicht enttäuscht sein, wenn nicht alle Fragen reinkommen. Apropos, halt schwere Ausrüstung stimmt nämlich gar nicht so sehr, weil wir haben diesmal halt sind wir ein bisschen leichter unterwegs, weil vielen lieben Dank an Ole, den Fotomonkey, Einblendung seines Links hier, Facebook-Präsenz ist halt da und seine Webseite. Der gute Mann begleitet nämlich Paintball-Events weltweit, also halt eben auch die Weltmeisterschaften halt eben, und der hat uns freundlicherweise jetzt halt mal seine Kamera zur Verfügung gestellt. Halt ist das Sony FS5. 4K-fähig halt so, macht also auf Full HD, 120 Bilder pro Sekunde, Slow-Mos und so ein Scheiß, hat mir noch ein paar Optik mit reingeschmissen, Mikros, Ladegeräte, alles, was das Herz halt eben so begehrt. Vielen, vielen Dank, mein Lieber, dafür, alter Schulkollege von uns halt so. Und ja, das ist dann quasi das Setup, was wir dieses Jahr durch die Gegend schieben. Und besucht ihn auf jeden Fall, weil seine Videos sind wirklich sehr, sehr gut geschnitten. Er hat ein wunderschönes Auge für Bilder. Man muss echt sagen, er macht, macht wirklich sehr, sehr beeindruckende Videos. Deswegen schaut es euch an. Und dann haben wir natürlich auch wieder Tonausrüstung am Start, die sehr, sehr gut ist, damit der liebe Chris auch zu verstehen ist. Genau. Diese Tonausrüstung kommt von Nexfilm. Die haben uns ein sehr, sehr gutes Angebot wieder gemacht. Und dadurch haben wir eine professionelle Tonausrüstung. Vielen lieben Dank an der Stelle auch nochmal. Und natürlich haben wir auch noch unsere kleine Kamera dabei, um Vlogs zu machen. Wir gucken mal. Aber das ist dann halt so das ganz leichte Setup, wenn wir dann halt wirklich keinen Bock mehr zum Tragen haben, weil den ganzen Tag auf der Messe ist dann halt eben auch nicht mehr so pappenstielig. Ja, das wäre halt eben dieses. Wir haben jetzt natürlich die Frage noch, welche Spiele wir uns halt anschauen werden. Also ich denke mal so, ich hoffe mal, No Man's Sky wird bestimmt auch nochmal präsent sein. Würde ich da nochmal testen. Ich hatte jetzt noch keine Zeit, tatsächlich mir es anzuschauen. Finde ich aber sehr, sehr spannend. Vielleicht mache ich es dann da. Wäre so mein Favorite. Und vielleicht Dreadnought nochmal? Dreadnought auf jeden Fall, genau, halt die Jungs von Jager, also eine Berliner Firma halt so. Haben wir letztes Jahr halt schon interviewt, machen wir dieses Jahr auch wieder, wenn wir sie zu fassen kriegen. Und sonst VR ist natürlich ein großes Thema, die Oculus und halt eben die Vive mal anprobieren und mal schauen, was sich da so an der Spielpalette am Angebot getan hat. Und na, du willst wahrscheinlich Joysticks anfassen, natürlich. Ja, für jeden Hand einen, damit man halt eben auch immer beide Hände voll hat. Immer gut, was in der Hand zu haben, ne? Ja, genau, wunderbar, wunderschön. Des Weiteren. CIG-Event. Richtig, die machen ja dieses Jahr nur doch überraschenderweise eins. Wir haben unsere Karten, wir werden halt eben da sein, im Gloria Filmpalast, glaube ich, heißt es. Ja, oder Theater, ja. Am Freitagabend. Freitagabend, genau. Da sind wir auf jeden Fall auch da. Vielleicht ist das auch eine Chance, dass man einfach mit euch nochmal sich treffen kann. Wäre gut, wenn es irgendwie klappt. Da sind wir auf jeden Fall und auch wahrscheinlich am einfachsten zu finden, weil die Gamescom ist dann doch sehr, sehr groß. Was schon bekannt ist, ist auf jeden Fall, dass sie prozedurales Rendering nochmal in Fokus stellen. Und ich hoffe natürlich auch, dass Damarine zu testen sein wird auf dem Stand von Robert Space Industries und dass wir vielleicht auch nochmal genauere Informationen darüber bekommen auf dem CIG-Event. So sieht's aus. Stanton vielleicht noch, ne? Das System könnte auch noch gezeigt werden. Das Vollständige. Ja, mal schauen. Also jetzt vielleicht nicht zu viel erwarten. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt halt so wahnsinnig viel rumkommen wird, aber so wie man halt Chris Roberts kennt, der wird sich da schon was überlegt haben, warum sie jetzt so ein Event machen. Ein Schocker starten. Also hier guck mal Port Odessa, hier geht so eine Tür auf und zu. Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Genau, und wenn ihr Merchandise-Sachen habt, dann bringt sie doch mit. Vielleicht habt ihr auch die Chance, nochmal eine Unterschrift zu ergattern. Wenn ihr eine haben wollt. Ja, vielleicht wollt ihr ja keine. Nee, genau, dann bringt es bitte nicht mit. Lasst euch bloß nicht sehen. Und dann wird der Chris auch nicht unterschreiben, wenn ihr es nicht wollt. Richtig, da hat er keine Lust.
Ist ja auch Wurst. Wir verlabern uns schon wieder. Genau, wir freuen uns auf jeden Fall auf die COM, euch da zu sehen und halt mal gucken, was diese Gamescom dieses Jahr halt eben so für uns bringt. Dementsprechend bleibt uns gewogen. Hier an dieser Stelle werdet ihr dann halt eben so Vlogs von uns halt sehen. Wir werden halt natürlich jetzt die Woche, wo wir in Köln sind, halt keine Gameplay-Footage machen. Deswegen wird es auf dem Kanal halt ein bisschen ruhiger werden, was das betrifft. Aber dafür gucken wir, dass wir halt eben regelmäßig Vlogs hochladen. Wenn es das Internet will. Wenn es das Internet will und das Hotel jetzt da halt nicht irgendwie so eine Popelleitung hat, so, weil sonst können wir uns das klemmen und nehmen das Zeug damit nach Hause und laden es dann hinterher hoch. Genau. Ja, so. Das war eine schöne Schlussmoderation. Finde ich auch. Und deswegen sagen wir, bleibt uns gewogen nochmal und abonniert mal da unten oder klickt Like oder kommentiert mal. Oder wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, guckt mal auf Patreon vorbei. Vielleicht ist ja da was für euch dabei. Und in diesem Sinne sagen Wiesel und Dozer euch jetzt bis bald auf der COM und see you on the flight deck. Jetzt wollte ich gerade sagen, in the flight deck. Nein. Dieses Jahr haben wir die Chance, nochmal das richtig zu bekommen also, von Chris Roberts. Genau. Chris, kannst du bitte nochmal, ich weiß, es war vielleicht schlecht zu lesen, aber... Es heißt On the Flight Deck. So, jetzt sind wir raus. Ja. Tschüss.